Hallo zusammen und willkommen zu meinem neuen Video. Hier ist wieder Madfreak für euch, heute mal mit einem etwas anderen Video. Und zwar, diejenigen von euch, die mich schon etwas länger verfolgen, die wissen, dass ich circa seit 6 Jahren Extensions trage. Und wissen auch, dass ich total gerne mal Typveränderungen vornehme. Sprich, ich färbe gerne meine Haare, ich mache irgendwas anderes. Ich mag es gerne, einfach mal irgendwie komplett anders auszusehen. Und dann dachte ich mir so, okay, es wird jetzt Zeit, wie ihr seht hier, die Haare sind schon für den Arsch. Also es wird jetzt Zeit, neue Extensions zu bestellen. Und ich hatte das Glück, dass Donald of Hair sich bei mir gemeldet hat und ich mir von der Seite Extensions aussuchen durfte. Und da habe ich mir gedacht, warum verbinde ich nicht einfach das eine mit dem anderen und bestelle mir direkt mal Extensions, wo ich auch direkt mal einen neuen Typ aus mir mache. Und ja, ich werde euch nachher auf jeden Fall mal zeigen, die Extensions, die angekommen sind. Und mein bester Freund... Einige von euch wissen wahrscheinlich schon, dass mein bester Freund mir immer die Haare macht, dass er auch die jetzt gemacht hat. Die sind jetzt fest drin, die ich mir jetzt bestellt habe oder die ich bekommen habe, sind jetzt Clip-Ins. Ich werde euch auf jeden Fall, wie gesagt, den Link auch nochmal unten in die Videobeschreibung packen. Und haben wir uns gedacht, wir gehen jetzt los und werden mal ein bisschen Haarfarbe kaufen und werden uns mal heute um meine Haare kümmern, denn das, was jetzt gerade auf meinem Kopf abgeht, geht gar nicht mehr. Deswegen, ich habe in letzter Zeit einfach die ganze Zeit die Haare streng nach hinten, obwohl ich das hasse, weil einfach A, zu wenig Haare da sind, ne? Guck mal, das ist einfach nur zu wenig. Und B, weil die einfach nur komplett strohig und kaputt sind schon, weil diese Extensions sind ja schon ein bisschen was älter. Ja, und ich hoffe auf jeden Fall, dass es cool wird. Ich bin schon sehr gespannt. Und wie genau ich am Ende aussehen werde, prägt euch das nochmal ein, denn dieses Haargebilde hier werdet ihr nicht mehr so schnell wiedersehen. Und ja, ich bin schon selber gespannt, wie es wird, ob es mir überhaupt stehen wird. Schreibt mir auf jeden Fall unten in die Kommentare, wie ihr findet, wie es geworden ist. Und jetzt fahre ich auf jeden Fall zu meinem besten Freund, beziehungsweise ich fahre jetzt erstmal mit ihm in die Stadt und wir kaufen Haarfarbe. Bis gleich! So, hallihallo! Hallo, wen haben wir denn da? So, wir haben uns gerade versammelt, um meinen Haaren mal ein bisschen Auffrischung zu machen. Und wir waren ein bisschen shoppen. Genau, wir waren ein bisschen shoppen. Und wir haben ein paar Farben gekauft. Ein paar. Also um das zu machen, was wir heute machen möchten, haben wir 3 Farben gekauft. Weil wir haben echt einiges vorne. Wir haben hier so einen Aufkleber. Nicht so Produktplatzierung. Nein, also das, wir ist, halten das ist kein Garnier-Olier, ne? Nein. Nein, wir haben jetzt halt so ein paar Farben gekauft. Auf jeden Fall ein paar Farben haben wir gekauft, dürfen genau. Wir jetzt halt nicht zeigen, ne? Genau, ne, weil wir wollen ja hier nicht werben oder so. Genau, keine Produktplatzierung. Genau, und wie gesagt, wir werden jetzt als allererstes meine Haare rausmachen. Ich habe ja jetzt feste Extensions drin, sprich wir werden die erstmal überbelichtet AF. Wir werden die jetzt erstmal... Boah, sind wir überbelichtet. Wir werden jetzt als allererstes meine Extensions rausnehmen, die fest drin sind. Ja. Genau, und danach werden wir komplette meine Haare Transformation komplett machen. Wie das am Ende aussehen wird, wir werden jetzt noch nicht zu viel verraten, das werdet ihr dann später sehen. Wir werden erstmal meine Haare färben, dann werden wir die Extensions, die ich euch gleich auch nochmal zeigen werde, wie die angekommen sind, die werden wir ein bisschen umfärben. Und ich sehe so klein und ein bisschen aus hier. Anpassen. Ja, ich bin ja auch groß. Und dabei habe ich eigentlich heute Dingensschuhe an. Wie heißt das? So ist das Vlogger-Life hier. Vlog-Life for Life. So, auf jeden Fall, werden wir euch einfach mal mitnehmen, um zu zeigen, was wir heute. Und jetzt gehen wir gleich zu mir. Yes! So, hallihallo! Willst du auch mal in die Kamera hier gucken? Ja. So, wir fangen jetzt an mit den Extensions rausnehmen. Mit den Extensions rausnehmen. Mit dem Rausnehmen der Extensions, die jetzt drin sind. Ich zeige euch mal kurz, was für eine Katastrophe hier gerade auf meinem Kopf abgeht. Und das muss jetzt hier mein Schatzi irgendwie hinkriegen. Also das ist jetzt die aktuelle Haarfarbe. Achtet bitte nicht darauf, ich habe die jetzt nicht geglättet, gar nichts. Das ist jetzt so die aktuelle Haarfarbe. Es ist irgendein Mischmasch aus sonnengebräunten Haaren und weil ich war ja noch im Urlaub. Und ja, das hier sind jetzt gerade die Extensions, die drin sind. Die sind jetzt fest, ne? Die nehmen wir jetzt raus und dann währenddessen, während wir die rausnehmen, zeige ich mal, man sieht dich gar nicht. Aber ist nicht schlimm. Vielleicht sollten wir ein bisschen weiter nach hinten gehen als man. Eine Ewigkeit später. So,
Jetzt aber. Ja, wir machen jetzt mal meine Haare hier raus. Und währenddessen zeige ich euch jetzt mal, was hier Schönes angekommen ist von... Und ich gucke schon wieder nicht in die Kamera. Was hier Schönes angekommen ist von Donna Love Hair. Die haben mir so eine schöne... Hier, das ist die Verpackung. So. Haben die mir zugeschickt. Und ja, genau. Und ich zeige euch mal, wie das so drin aussieht. Also man macht das auf, dann ist hier erstmal so eine Bürste für die Haare, eine extra Bürste. Und hier sind dann die Haare drin. Und nochmal ein total süßes Kärtchen. Exclusive. Ella, da steht mein Name drauf. Hast du ein Kärtchen bekommen? Ja, ein Kärtchen habe ich bekommen. Ein Kärtchen! Ne? Und ja, für die Haare nochmal so ein... Ja, wir entledigen mich mal hier dieser scheiß Haare endlich mal. Weil viele von euch haben auch schon geschrieben, oh, deine Haare sehen, aber ich weiß, Leute. Ich weiß, wie meine Haare aussehen. So, und hier werdet ihr jetzt schon mal eigentlich sehen. Also das ist hier so eine extra Bürste für die Trenches, weil die sollte man ja nicht mit einer normalen Bürste bürsten. Hier habe ich jetzt so eine extra Bürste. Ja, da steht nochmal Donna Love Hair drauf. Und jetzt werdet ihr schon etwa sehen, was wir vorhaben, weil die Farben werden in etwa so bleiben. Wir werden nur den Übergang ein bisschen anders machen. Also die Qualität ist auf jeden Fall ultra gut von den Haaren. Das kann ich schon bewerten, weil ich habe schon 10.000 Also die sind sogar besser, wie die mal gewesen sind. Die sind auf jeden Fall besser. Die sind, ja, die stinken auch nicht so sehr nach Chemie. Auf jeden Fall, das sind so die Haare. Die Länge ist jetzt ungefähr dieselbe, die ich jetzt auch habe. Oben sind die sehr, sehr dunkel, wie ihr seht, ne? Und nach unten hin werden die hell. Und wir haben uns jetzt mal überlegt, dass wir meine Haare auf jeden Fall, weil die ja jetzt heller sind, wie man sieht, wir werden jetzt meine Haare erstmal dunkel färben und dann werden wir hier den Übergang, weil der ist jetzt ziemlich so abgehackt. Und ich glaube, ich schneide dir ein bisschen Spitzen wieder. Ja, können wir auch machen. Also, der ist jetzt ein bisschen abgehackt, der Übergang, aber wir werden den Übergang gleich mit unseren drei Haarfarben, die wir gerade gekauft haben, auf jeden Fall hinkriegen. Ja. Und ja, das war es eigentlich jetzt schon so von dem her. Und jetzt werden wir auf jeden Fall mal so langsam nach und nach alles rausnehmen. Ich werde euch jetzt auch nicht die ganze Zeit hier mit dabei halten, weil es wird jetzt lange dauern, bis wir alles rausnehmen. Ja, das dauert ein bisschen. Ich werde mich auf jeden Fall gleich nochmal melden, wenn die Haare draußen sind. Bis dann! So Leute, hallo, hi! Wir haben jetzt die Extensions rausgenommen und so sieht das aus, wenn ich keine Extensions habe. Viele von euch haben ja gefragt, ja, wie sehen deine Haare aus? Ich muss jetzt... So sehen meine Haare aus, also ich habe jetzt... Auf jeden Fall, so sieht das aus, wenn ich kurze Haare... Das sind jetzt meine echten Haare. Die sind jetzt natürlich nicht gemacht, die sind jetzt nicht geglättet und mein Mittelscheitel ist jetzt auch nicht vorhanden, also ja. So sehen sie auf jeden Fall jetzt noch aus und wir werden jetzt natürlich meine Haare färben. Und wie es am Ende aussieht, seht ihr gleich. Wir machen jetzt auf jeden Fall hier mal ein bisschen Farbe rein und mal ein bisschen länger. So, hallo zusammen. So sehen jetzt meine Haare frisch gefärbt aus, ohne Extensions. Und ja, wir haben meine Haare, wie ihr seht, ziemlich dunkel gefärbt. Hier einen kleinen Übergang gemacht. Und die Extensions, die habe ich hier auch nochmal, die haben wir auch nochmal ein bisschen bearbeitet. Und zwar haben wir hier ein bisschen besser den Übergang gemacht und ein bisschen an meine Haarfarbe angepasst. Ja, und bevor ich hier weiter um den heißen Brei herumrede, werde ich jetzt einfach mal die Extensions anbringen. Und ja, ich mache das immer so, dass ich, weil ich, wie ihr seht, sehr, sehr wenig Haare habe, sehr, sehr dünne Haare habe, trenne ich die nicht so ab, dass ich einmal eine Abtrennung mache, zweite Abtrennung, sondern ich nehme die kompletten Haare hoch, mache mir hier so einen kleinen Dutt, weil ich habe einfach gar keine Haare. Und ja, dann beginne ich erstmal mit der Vierersträhne. Nehme hier diese schöne Bürste, die ich mitgeschickt bekommen habe. Das finde ich übrigens mega cool. Und was ich sagen kann schon mal zu den Extensions ist, ich war ja erstmal mit der Farbe so ein bisschen... ja, unzufrieden mit dem Übergang. Haben wir ja jetzt aber Gott sei Dank mit meinem besten Freund hingekriegt. Was ich aber auf jeden Fall definitiv zu diesen Haaren sagen kann, ist, und ganz ehrlich Leute, ich gebe meine ehrliche Meinung hier ab,
Farbe war für den Arsch, aber diese Qualität ist der Burner. Ich habe schon echt viele Extensions ausprobiert und sowohl Clip-Ins als auch feste. Und so eine gute Qualität, dass die fühlen sich wirklich gesund an. Die sehen nicht strohig aus. Ich bin gespannt, wie lange das so hält. Also wie lange die so eine gute Qualität beibehalten. Aber ich muss sagen, so das allererste Hindernis haben die schon mal überstanden. Ich war mit den Extensions feiern. Und wenn die es geschafft haben, einmal eine Feiernacht mit mir durchzustehen und immer noch vernünftig auszusehen, plus dass wir die direkt am Anfang eigentlich gefärbt haben. Wir haben ja eine Blondierung drüber oder weiß ich nicht, müsste meinen besten Freund fragen, was er da gemacht hat. Wir haben da ja direkt eine Farbe drüber gejagt und die sehen trotzdem, wie ihr seht, immer noch gesund aus und gepflegt aus. Und das finde ich halt ultra krass, weil bei den letzten Extensions, die ich drin hatte, diese festen, die wir rausgenommen haben in dem Video, wo ihr das gesehen habt, da war das so, dass wir die auch gefärbt hatten, direkt am Anfang, aber dass die direkt die Struktur verloren haben. Sprich, die waren direkt strohig danach und da habe ich mir so gedacht, alter Fedder, da bezahlst du da über 100 Euro, 180 Euro und dann hast du am Ende einmal drüber gefärbt und für den Arsch. Und hier war das so, ne, wir haben direkt drüber gefärbt, wo die angekommen sind, da haben wir direkt diesen Übergang hier gemacht. Wie ihr seht, das sieht jetzt nicht mehr so aus wie zack in Farbe getunkt und rausgenommen. Sondern wir haben jetzt einen schönen Übergang gemacht. Vor allem, wenn gleich meine eigene Haare draufkommt, werdet ihr das auch nochmal sehen. Den Übergang hatte Jakob eigentlich super hingekriegt. Ich mache hier ein bisschen Schleichwerbung für meinen besten Freund, aber der macht das halt echt super. Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, was ich ohne ihn gemacht hätte. Weil ich kriege dieses Ombre und generell, ich kriege diese Farben, wenn die Extensions ankommen, ich kriege die Farbe nicht so gut hin. So, dass es halt passt. Ne? Guck mal, jetzt zum Beispiel, wenn ich die Haare drin habe, ich muss jetzt natürlich nochmal drüber glätten, aber man sieht jetzt halt farblich keinen Unterschied. Und das finde ich halt krass, dass mein bester Freund das irgendwie kann, dass der die Farbe einfach nur so auf Anhieb hinkriegt, dass es passt. So, und jetzt glätte ich noch einmal kurz drüber und dann seht ihr das Endergebnis. So, ich finde, man sieht schon richtig krass. Wie gesagt, ich bin jetzt hier komplett dunkel. Ich war ja schon so hellbraun. Jetzt bin ich fast wieder schwarz oben. Und nach unten hin wollten wir eigentlich hier ganz blond machen. Also wir wollten so einen Übergang ins ganz Blonde nehmen. Deswegen hatten wir auch drei Haarfarben. Wir haben jetzt nur zwei Haarfarben benutzt, weil ich Zeitdruck hatte. Wir machen das auf jeden Fall später noch, dass wir hier unten die Spitzen komplett blond machen. Sprich, dass wir so einen Dreierübergang haben von ganz dunkel auf blond. Das werdet ihr dann später bestimmt auf Insta bei mir nochmal sehen. Aber so wie es jetzt ist, ist es auch schon mal ganz gut geworden, finde ich. Ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Extensions ultra gute Qualität haben. Man sieht halt jetzt überhaupt, finde ich gar nicht, dass es Extensions sind. Oder dass ich welche trage. Und die Haare sind, fühlen sich halt total natürlich an. Und sehen total natürlich aus. Ja, das ist es so in etwa. Die Länge ist halt auch ultra gut. Das ist genau die Länge, die ich haben wollte. Und ja, ich bin halt mega zufrieden. Und ja, wenn ihr irgendwie auch Extensions haben wollt, könnt ihr gerne bei Donalove Hair vorbeischauen. Wie gesagt, mit der Farbe müsst ihr aufpassen, dass ihr genau schaut. Und vor allem bei Ombre oder Sombre oder was auch immer es da gibt, alles heutzutage Balayage, Malayage, dass ihr eventuell vielleicht einfarbig bestellt, weil ich glaube, das mit dem Balayage und so, das ist viel zu abgehackt. Das sieht dann viel zu unnatürlich aus der Seite. Ihr färbt drüber, aber drüber färben ist halt gar kein Problem. Wie ihr seht, haben wir drüber gefärbt und es sieht natürlich aus. Ja. Und damit verabschiede ich mich auch schon von euch mit diesem Video und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich werde auf jeden Fall demnächst, was heißt demnächst, irgendwann mal, wenn ich wieder Bock auf eine Haarveränderung habe, haben wir uns schon mit meinem besten Freund was überlegt, was komplett anderes. Es wird Richtung Blond gehen, es wird Richtung Grau gehen, es wird Richtung noch andere Farben gehen, die ich noch nie auf meinem Kopf hatte. Und seid gespannt und ich würde mal sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!